herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 Zufallszahlen, Wörter verbinden, Variablen, Teilbarkeit, Mod. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos meiner Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten hier gleich auch mit mir. In der Videobeschreibung hier unten findest du wieder eine Liste mit allen Scratch-Videos. Wir sind hier jetzt beim 11. Video und wenn du sie von Anfang an bereits durchgearbeitet hast, bist du an und für sich eh schon gut in Scratch unterwegs. Mach weiter so. Und wir schauen uns schon das Programm an, wie wir es gewohnt sind. Ich habe hier in dem Fall hier nur eine Figur, die hat die Bezeichnung Sprite, das ist wieder unsere vertraute Katze. Und da geht es ein bisschen um Variablen und was man damit machen kann. Ja, wenn ich daher wieder das anklicken würde, dann würde er dementsprechend dann das Programm abarbeiten. Erste Zahl, zweite Zahl. Dann sagt er die erste Zahl durch die zweite Zahl, ja, ob es teilbar ist oder nicht teilbar ist. Zufallszahl 1 ist 1 durch 9. Dann geht es darum, ob sie teilbar ist. Gehen wir es der Reihe nach durch. Wenn angeklickt, dann wird das Programm gestartet. Dann habe ich hier wieder Variablen. Du kannst dich erinnern aus den vorgehenden Videos. Man kann hier neue Variablen erzeugen. Ich habe hier zwei Variablen erzeugt, Zufallszahl 1, Zufallszahl 2 und die setze ich auf einen Wert, nämlich Zufallszahl von 1 bis 10 und das kann ich hier dann ganz geschickt machen. Wenn ich hier bei Operatoren hineingehe, verwende ich hier diesen Bereich, ziehe ihn herein und kann hier den Bereich der Zufallszahl dann hineinziehen. Dann lasse ich ihn etwas sagen, das weißt du ja, das geht über Aussehen. Ich sage nämlich dann etwas, verwende ich hier dann, das ist hier wieder bei den Operatoren erinnern, du weißt, bei den Farben findet man sich dann recht gut zurecht. Das hier ist Beispiel, ich verbinde Apfel und Banane, dann würde Apfel und Banane dort stehen. Ich verbinde aber hier als erstes mal einen Text, erste Zahl Doppelpunkt und dann den Wert der Variablen. Das wäre dann hier, ich nehme das hier, ziehe es dann hinein und der sagt dann erste Zahl, hat eben den Wert dieser ersten Zufallszahl, dann zweite Zahl der zweiten Zufallszahl, das wäre dann wahrscheinlich, wenn ich das Programm noch nicht vorher gestartet hätte, dann 0. Und die zweite Zufallszahl setze ich dann fest, hier wiederum mit einem Zufallswert von 1 bis 10. Wenn ich das hier irgendwie sinnvoller gestalten würde, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, er soll jetzt erst festlegen. Dann mache ich das so, lege das hier so fest, er legt dann hier einen Wert fest, sagt ihn dann. Und jetzt kommen wir zu einer Verzweigung. Falls etwas der Fall ist, soll er das machen, sonst würde er das machen. Falls also die Zufallszahl 1 teilbar ist durch die zweite Zufallszahl, wenn hier kein Rest herauskommt, dann würde das eben dann 0 sein. Wenn es 0 ergeben würde, wenn der Rest 0 wäre, dann wäre es ja dementsprechend teilbar. Ja. 4 durch 2 geht 2 mal, 0 Rest, das wäre hier der Rest. Dann wäre es ja teilbar, also die erste Zahl ist durch die zweite teilbar und das sagt er für 2 Sekunden. Wenn es eben nicht der Fall ist, also wenn der Rest nicht 0 ist, dann müsste er natürlich sagen, erste Zahl ist durch 2 nicht teilbar. Ja, und das war im Prinzip schon alles. Wir haben hier eben Zufallszahlen kennengelernt in einem bestimmten Bereich, wie man Wörter verbinden kann, das war dieses Verbinden hier, Variablen haben wir noch einmal wiederholt und dann dieses Mod, mit dem Mod haben wir dann gearbeitet, mit dieser Teilbarkeit, es gibt ja noch andere natürlich, wie gerundet, Betrag von, also eine Reihe von Dingen, die du dann, wenn du dich mathematisch austoben möchtest, da gut verwenden kann. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und als nächstes sehen wir uns dann bei Texteingaben, Zeichen, Anzahl, und einzelne Buchstaben im Wort. Bis zum nächsten Video.